Ah, da seid ihr ja. Der Großmeister hat mich bereits eingeweiht. Seid ihr bereit? Ja, die Ruine ist nur ein paar Meilen von hier. Treffen wir uns einfach am Myradenturm im hinteren Herzland. Ich werde dort auf euch warten. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Da seid ihr ja. Sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alt-Dhul'Grad. Also geht voran, ich folge euch. Es hier ist. Bevor das mit dem roten Wahnsinn und den Räubern überall losging, waren hier überall Reisende ver... der Händler oder Jäger unterwegs. Es ist seltsam, wirklich. Das waren alle. Das waren alle.
Das waren alle. Das waren alle. Es waren einfach zu viele. Woher hätten wir das denn wissen sollen? Wir haben... Ihr habt versagt, das habt ihr. Drei unserer Leute sind tot und der Eingang ist versperrt. Scheiße ist das doch, verdammte Scheiße! Lasst mich alleine, ich muss nachdenken. Das klingt ungut. Ihr, von allen Menschen dieses beschissenen Landes hätte ich euch am wenigsten erwartet. Na dann Glückwunsch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es einen weiterbringen soll, sich den Schädel mit irgendwelchen Drogae zuzudröhnen. Nachtschattenelixier ist nicht irgendeine Droga, sondern eines, das den Geist in einen einzigartigen Zustand versetzt und dessen Rezeptur nur der Orden kennt. Vielleicht solltet ihr das wissen, bevor ihr über unsere Traditionen urteilt. Na, jetzt weiß ich es. Und wer seid ihr bitteschön? Kalia Sakharesh, Hüterin des ersten Siegels. Ich bin gemeinsam mit dem, den ihr als Propheten bezeichnet, zur Hüterin erhoben worden. Sakharesh? Ihr seid das Mädchen aus dem Dorf? Vielleicht. Wieso? Habt ihr von mir gehört? Naja, es gibt ein paar interessante Gerüchte, die euch da umgeben. Sagen wir es so. Aber mir soll's egal sein. Ihr beide seid auf jeden Fall fähiger als diese Tölpel von der Arkagarde. Eigentlich kommt ihr wie gelegen. Ihr werdet überrascht sein. Aber ich sehe mich gerade wieder mit fast derselben Situation wie in Aldra Shengrad konfrontiert.
Ich scheine solche Scheiße wirklich anzuziehen. Passt. Diesmal waren es Banditen. Sie sind vor kaum 2 Stunden hier hereingestürmt und haben uns vollkommen überrümpelt, wie blutige Anfänger. Tja, das ist ja das Problem. Seht ihr den Gang hier links? Der führt runter in die Ruine. Und was machen diese Mistkerle? Sie rennen geradewegs hinein und schaffen es auch noch irgendwie, einen Fallmechanismus zu aktivieren, der den Gang hermetisch abriegelt. Jeder, der der Pforte jetzt so nahe kommt, wird gegrillt. Und nun können weder wir runter noch sie hinauf. Zumindest deutet alles darauf hin. Das macht die Situation ja auch so ärgerlich. Wären hier unten nur Knochen und Gebeine, könnten wir einfach abziehen. Irgendwie sicherlich schon. Aber würdet ihr den Hebel zum Deaktivieren einer Falle an der Tür, die sie beschützen soll, platzieren? Wir müssen einen anderen Weg runterfinden. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Einen versteckten Eingang, für den man allerdings einen Mechanismus lösen muss. Kommt, ich zeige ihn euch. Wer weiß, vielleicht seht ihr ja wieder irgendwas in der Vergangenheit, das uns weiterhilft. Da wären wir. Ich glaube, diese Glocken haben mit des Rätsels Lösung zu tun. Das muss eine Art Noteingang oder Ausgang gewesen sein. Und bevor ihr fragt, der tote Kamerad in der Mitte der Plattform war schon so, als wir hineingekommen sind. Das muss irgendeine Art Magie sein, die seinen Körper so lang vor dem Verfall bewahrt hat. Vielleicht sogar etwas, das mit dieser Läuterung zu tun hat. Wer weiß. Naja, seht euch einfach mal um. Ist etwas? Ihr seht blass aus. Tatsächlich? Dann hatte die Magierin ja doch recht gehabt. Was habt ihr... Womit hatte ich recht? Womit hatte ich recht? Im Ernst? Beim Arsch des Propheten, das kommt ja gelegen. Aber mir soll's recht sein. Also, was hat es mit den Glocken auf sich? Klar doch. Seht nur zu, dass uns das Dach nicht überm Kopf zusammenbricht. In Ordnung? Vorne. Das klang richtig. Nein, das klang falsch. Noch einmal von vorne. Yeah.
das. Zu helfen. Hast du gesehen, was sie mit Rako gemacht hat? Er hat sich einfach aufgelöst. Ich meine, wie ist das möglich? Ich weiß nicht. Und ich will es nicht wissen. Aber Karek wird das schon wieder hinbiegen. Irgendwo muss es einen zweiten Aufgang geben. Und wenn wir oben sind, nehmen wir einfach diese Stablutscher auseinander. Die werden genug Wertvolles dabei haben, um den Scheiß von vorhin wieder wettzumachen. Da verwette ich meine Eier drauf. Die kannst du behalten. Ich bin einfach nur froh, wenn wir hier wieder rauskommen. Das wird schon.
Wieso, Elender? Das lässt du bereuen. Auf ihn!
bitte. Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Und zwar... Na, großartig. Der Mistkerl hat seine kleine Schlampe mitgebracht. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt, oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann... Stirb! Na dann. Geht es dir gut? Ich bin Malphas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Zumindest hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja, siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Gold. Und ich bezweifle, dass es die Früchte ehrlicher Arbeit sind. Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Nein, nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte, tut mir nichts, ich... Oh, verdammt. In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Ja. Ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek? Das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaubt mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Nein, nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Ja, ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken.
Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink zwei von Kareks Männern getötet. Einfach so. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Sie hat nicht viel gesprochen, aber ja, sie hatte eine schwarze Kutte. Und sie war anders, unwirklich. Es war furchtbar. Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihn getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich kann seine Beweggründe verstehen, aber das ändert nichts am Ergebnis. Wenn wir ihn laufen lassen, legitimieren wir damit sein Verbrechen. Ihr solltet euch vor dem Tribunal verantworten. Erklärt ihnen die Umstände und sie werden ein mildes Urteil sprechen, da bin ich mir sicher. Mildes Urteil? Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wenn die Stahlkra... der Heilige Orden erfährt, dass ich mich mit Banditen eingelassen habe, dann ist es um uns geschehen. Und selbst wenn es ein mildes Urteil gibt, ändert das nichts daran, dass meine Familie ohne mich und mein Gold verloren ist. Ich weiß. Aber das ändert auch nichts daran, dass ihr Unrecht getan habt und euch den Konsequenzen stellen müsst. Aber ich überlasse dir die Entscheidung. Aber verdammt, 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 verdammt. Das war alles ein Fehler. Ein verfluchter Fehler. Beim Arsch des Propheten. Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt. Oh, ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Und ihr, Hüterin Sakharisch, danke, dass ihr uns geöffnet habt. Wer ist unser gefesselter Freund hier? Gehört er nicht zu den Banditen? Nein, aber er ist genauso schuldig. Könnt ihr ihn nach Ark eskortieren? Nach Ark? Sicher. Yakil, Miorol, übernehmt ihr das? Nun ja, ich würde sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist, dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Miraden nach Ark schaffen müssen. Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende.
Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Hast du schon was gefunden? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein, aber er ist leer. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Hast du schon was gefunden? Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Das ging ja schnell. Und? War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leons schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyrea nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophet. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun.
Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Gut. So. Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyreische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Aranteal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. 100 Mal den 70. Vers abschreiben. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophet. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt, kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Prophet. Das heißt,
Schreitet wohl, Maesir. Hallo? Schreitet wohl, Maesir. Saira, schön, dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Naja, wie ich dir schon erzählt habe, ich war nie sonderlich beliebt bei den anderen Novizen. Die Zeit in der Skuola war sehr fordernd. Nur ab und an gaben uns die Magister einen freien Tag zur Besinnung, wie es immer hieß. Die anderen sind an diesen Tagen meistens in die Tavernen verschwunden und haben gezecht. Ich bin dem meistens ferngeblieben. Das hat sich bis heute nicht geändert. Doch, aber wenn ich sie brauche, dann tue ich das lieber bei einem Spaziergang im Sanktum oder in der Badehalle. Welches Geheimnis auch immer dahinter steckt, laute Badenmusik, Gegröle und Alkohol entspannt zu finden, ich habe es nie für mich entdeckt. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Ja, aber reden wir woanders. Komm. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Aufgebracht? Du wählst deine Worte sehr bedacht, Saira. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Nein, weder das noch wer ich wirklich bin, das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Das klingt verrückt, oder? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Alto-Tulgrad, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so.
Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Das ist sie. Diese Kraft des Immensaira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Ich weiß. Hör zu, das in Alto Tulgrad hätte nicht passieren dürfen. Aber dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Sahira für diese wenigen Sekunden habe ich... Nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen. Naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Sahira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunwar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen? Sahira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss, ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht, ich will etwas ändern, die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Entschlossenheit allein hilft noch niemandem. Sprechen wir uns in ein paar Jahren wieder. Dann sehen wir, ob aus meinen guten Vorsätzen auch Ergebnisse geworden sind. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Untergehen, aber Magister ändern sich nie.
unzuverlässig. Unzuverlässig und korrupt. Sind sie alle? So, das ist der Prophet. Hoffentlich kommen die neuen Rüden bald. Messer?
es ernst, was? Na schön. Marsch des Propheten, da war was. Thank you.
Messer? Messer? Tretet näher, tretet näher. Ich habe genau das, was ihr braucht. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Das ist doch Wucher. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Reitet wohl.
Schreitet wohl. Aber ja, aber ja. Möge sein. Nicht euch leiten. Ist doch immer das... Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Schreitet wohl. Nicht jünger.
Gut. Hallo. Und er mit euch. Wohin soll's gehen? Thank you.
Und ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. Weiter! Messer? Noch eine Schöpfung. Malphas zum Gruß.